Willkommen bei unserer ersten Folge Interviews for Future. Als unsere erste Interviewpartnerin darf ich heute Jamila Tressel bei uns begrüßen. Jamila ist Moderatorin, Coach und Speakerin im Bildungsbereich und sie arbeitet an der Transformation unserer Schulbildung. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Vielen Dank für die Einladung. Ja, also es gibt in diesen krisenhaften Zeiten ja viele Wege, Transformation zu gestalten. Magst du uns vielleicht kurz deinen Ansatz erklären? Also mein Ansatz für Transformation ist immer, Schritt für Schritt vorzugehen, sich nicht damit zu überfordern. Und es fängt meistens bei uns selbst an. Das heißt, ich schaue, was möchte ich eigentlich transformieren in der Welt? Und wo ist mein Ansatz, mein persönliches Gefühl dazu, was kann ich tun? Das heißt, ich schaue, was ist in mir und was will ich rausbringen? Und wenn man das auf eine Gesellschaft anwendet, funktioniert das auch super, weil ich ganz schnell merke, wo sind meine Grenzen und wo brauche ich ein Team, das vielleicht andere Stärken und Kompetenzen hat, um gemeinsam Transformationen zu gestalten und in meinem Fall vor allem Schule und Bildung zu gestalten. Du arbeitest ja in der Schulbildung. Was sind denn da so Hürden, denen du da in deiner Arbeit begegnest? Das sind ja schon alles sehr alte Strukturen. Wie sieht es aus? Also ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich die fehlende Gemeinschaft. Oft habe ich das Gefühl, alle haben eine Vorstellung, wie Bildung sein soll. Eltern haben ein Gefühl für, mein Kind braucht das und das. Lehrerinnen und Lehrer haben einen ganz starken Drang, ihre Ideen umzusetzen. Aber auch Kinder haben oft Vorstellungen von Schule und Bildung, die meistens nicht gehört werden. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde, dass diese Zusammenarbeit und dieses gemeinsame darauf besinnen, was wollen wir eigentlich wirklich und wie wollen wir das umsetzen und alle mit einzubeziehen, dann niemanden außen vor zu lassen. Das haben wir logischerweise in der Schule nicht gelernt, weil wir haben ja gelernt, selbstständig, eigenverantwortlich, nein, das ist alles Quatsch, das haben wir meistens nicht gelernt. Wir haben gelernt, ein Einzelkämpfer zu sein, selber zu arbeiten und am besten alles zu können, aber zu schauen, was brauchen die anderen und wie können wir gemeinschaftlich jemals gestalten, das ist meistens zu kurz gekommen. Und das ist heute ein Riesenproblem, eine Riesenherausforderung für uns, dass wir ja wieder lernen müssen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam Bildung zu gestalten. Ja, Ellenbogen und Konkurrenzgesellschaft lässt grüßen. Ja. Und wie sähe denn dein Ideal von Schulbildung oder Bildung im Allgemeinen aus? Ich glaube, es geht mir vor allem um Balance. Bildung stützt sich ja auf vier große Säulen. Lernen, Wissen zu erwerben, Lernen, zusammenzuleben, Lernen, zu handeln und Lernen, zu sein. Und diese vier Säulen sind absolut gleichwertig eigentlich. In unserer Bildung, wenn man sich das so anschaut, ist meistens die erste Säule total präsent. Die anderen drei, also Wissen zu erwerben, da sind wir echt, gerade in Deutschland, sehr fit drin, würde ich sagen. Denn die anderen Säulen kommen oft zu kurz, sie werden nicht priorisiert. Sie sind zwar irgendwo vorhanden, aber nicht zur gleichen Priorität wie dieser Wissenserwerb. Und das ist ein Wunsch, den habe ich für Bildung, dass das ausgeglichener, balancierter wird, dass alle Säulen gerade das Zusammenleben lernen, das, was ich gerade gesagt habe, was die größte Hürde ist, aus meiner Sicht, oder eine der größten Hürden. Das Problem könnten wir echt lösen, wenn wir lernen, zu leben. Die zweite Hürde ist ja dieses Handeln, dass wir, also bei der Frage, was ist die größte Hürde, finde ich das total schwer, weil das Erste, was mir kam, war jetzt dieses Zusammenleben, aber eine zweite richtig große Hürde ist das Ohnmachtsgefühl in der Schule. Dass keiner das Gefühl hat, ich kann wirklich was verändern. Kinder denken, ich muss dem folgen, dem System, weil es wird mir vorgegeben, ich habe gar keine Wahl. Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich gefangen, weil sie sagen, naja, ich habe den Lehrplan, ich muss den irgendwie durchziehen, sonst kriege ich auf den Deckel. Das heißt, ich bin auch nicht frei in der Unterrichtsgestaltung. Und Schulleitungen denken es ähnlich und die KMK denkt auch wieder ähnlich. Wir sind alle irgendwie sehr gefangen und fühlen uns ohnmächtig, etwas zu verändern. Nicht in der Lage, wir haben nicht gelernt, wie Handeln im praktischen Sinne konstruktiv funktioniert. Und das ist ja die dritte Säule, lernen zu handeln. Und wenn die wieder mehr im Bildungsalltag integriert ist, wenn wir mit dem Wissen, das wir erwerben, was super wichtig ist, aber in die Handlung gehen und gleich Projekte machen, umsetzen, schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo sind meine Schwächen, wo sind meine Stärken, dann findet meiner Meinung nach Bildung statt. Und nicht, wenn wir uns das Wissen vollpumpen und es fast total überläuft
Und wir immer noch versuchen, mehr zu wissen und mehr zu wissen, aber nicht in die Handlung kommen. Das bringt nichts. Und dann die Gemeinschaft, zweite Säule, wie gesagt, ist total wichtig, damit wir uns ausbalancieren, damit wir uns gegenseitig ergänzen, damit jeder das einbringen kann, was er eben gerne einbringen möchte in die Gesellschaft und was ihm auch liegt. Das bringt meiner Meinung nach nichts, wenn du Kinder 13 Jahre lang zwingst, Mathematik zu lernen, weil sie das eh nicht verwenden werden. Ich finde es wichtig, dass du eine Grundbildung, ein Grundwissen hast und darauf aufbaust und das meinetwegen in deinem Alltag integrieren kannst. Aber ich sage mal, einen 18-Jährigen zu zwingen, Integralrechnung zu lernen, obwohl der überhaupt nicht versteht, was das mit seinem Leben zu tun hat, wird ihm in seinem Leben auch nicht weiterbringen. Wenn er aber vorher einen anderen Zugang zur Mathematik hat und merkt, oh ja, und da und da und da ist es spannend und das für mein abstraktes Denken ist, das macht es mir richtig Freude, dann ist das was anderes. Und natürlich die letzte Säule, lernen zu sein, ist eben auch absolut gleichwertig, weil wir verlieren uns in der heutigen Gesellschaft total schnell, gerade Kinder, in diesem Überfluss an Informationen, an Zugängen, an Globalisierung, an Digitalisierung, was großartig ist und viele Chancen birgt, aber, ganz großes Aber, auch manchmal überfordert ist, weil du dich selber darin nicht mehr ganz spürst. Du bist zu gedröhnt, ich sage es jetzt sehr drastisch, ne? Das ist jetzt alles sehr drastisch und ich weiß, es ist nicht allgemeingültig, aber das ist das, was ich beobachte, was mir tagtäglich begegnet und ich bin ein hoffnungsloser Optimist, also ich sehe das noch, ich sehe die Chance dahinter, weil mir, was mir begegnet, ist einfach dieses Gefühl von, wer bin ich eigentlich, weil bin ich jetzt Heidi Klum oder bin ich Kurt Cobain oder bin ich meine Mutter oder bin ich mein Vater oder bin ich meine Lehrer, bin ich meine Freundin, wer bin ich? Und da wieder ein Gefühl zu bekommen, ah, das bin ich, das ist mir wichtig, das sind meine Werte, das möchte ich in die Gesellschaft bringen. Und das ist auch eine Einzigartigkeit, eine Individualität, die heute in unserer Generation ja eigentlich sehr gefordert ist. Aber sie ist auch gerade deshalb gefordert, weil die Welt so verwirrend ist und man sich irgendwo mit irgendwas identifizieren will. Aber es gar nicht kann, weil jeder Mensch einzigartig ist. Und man kann sich natürlich Gruppen zuordnen, was auch total wichtig ist, wieder für die Gemeinschaft, zweite Säule, lernen zusammenzuleben, aber gleichzeitig auch eben vierte Säule, lernen zu sein. Ich bin. Punkt. Genau. Mein Bildungsideal ist, dass diese vier Säulen, also ein bisschen verallgemeinert gesagt, dass diese vier Säulen gleichwertig gelebt, umgesetzt und Alltag sind in Schule oder in Bildung. Das ist ja viel mehr als nur Schule. Sehr schön, danke schön. Ich hätte noch eine kurze Rückfrage. Und zwar hast du ja von diesen Ohnmachtsgefühlen gesprochen, die dir wahrscheinlich ja in deiner Arbeit mit SchülerInnen und LehrerInnen auch sehr oft begegnen. Also wie gehst du damit um, wenn dir sowas so entgegenschlägt? Das ist eine schöne Frage. Also da gibt es auch zwei Antworten zu. Einmal, wie gehe ich damit um von mir aus, dass mich das nicht überwältigt, weil ich fühle mich auch manchmal ein bisschen ohnmächtig in meinem Leben, absolut, da bin ich nicht von ausgenommen. Und wie kann ich andere dabei unterstützen, sich selbst zu ermächtigen? Das sind die zwei Fragen für mich. Wie ich damit umgehe, ist ganz klar, dass ich wieder schaue bei mir, was ist da dieser Auslöser, was triggert mich hier gerade, dass ich mich so fühle, dass ich mich ohnmächtig fühle. Dann schaue ich, ah, okay, es ist vielleicht die Überforderung. Und dann schaue ich, ne, wie ist meine Grundhaltung dazu und versuche meine eigene Einstellung und Haltung dazu positiv zu verändern, im Sinne von, ich schaue, was ist das Geschenk dahinter, was ist das Gute daran, dass diese Situation gerade eintritt und wie kann ich sie transformieren, wie kann ich sie wandeln, ganz ehrliche Frage. Und dann versuche ich mal meinen Kopf auszuschalten und einfach mein retikuläres System darauf auszurichten, was kann ich aus dieser Situation machen? Oder was ist das Gute daran? Also mich erstmal überhaupt neu auszurichten und neu zu fokussieren. Das ist mein Schritt, damit umzugehen. Und das Gleiche tue ich auch. Ich bin ja auch Coach. Ich finde diesen Begriff so nichts sagen. Deswegen ist das immer, da kann man sich alles drunter vorstellen. Aber wenn ich jetzt in einem Coaching bin, also sprich jemanden begleite, der mir mit einem Ohnmachtsgefühl entgegenstürzt und sagt, boah, ich weiß überhaupt nichts mehr, ich kann nichts tun, ich bin so ein, in Anführungsstrichen, Opfer mit der Umstände, ich weiß nicht mehr, keinen Ausweg mehr, dann mache ich mit dem ja eigentlich dasselbe, was ich mit mir auch mache, dass ich schaue, wie können wir ihn wieder neu ausrichten oder wie kann er sich selbst oder sie sich selbst neu ausrichten, weil ich kann ihm die Ausrichtung nicht geben, ich habe ja mein eigenes Wertesystem, meine eigene Ausrichtung. Für ihn oder für sie ist das vielleicht was völlig anderes.
Nur kann ich dabei begleiten, dass er oder sie diese Ausrichtung findet für sich, diese neue Ausrichtung. Und da gibt es viele tolle Tools. Ich meine, ich habe ja auch diverse Ausbildungen in dem Bereich, wo du merkst, okay, darum geht es mir eigentlich. Und deswegen passiert mir das. Allein anzuerkennen, dass dir diese Situation passiert und sie möglichst nicht zu bewerten als Katastrophe oder als großes Glück, sondern einfach mal annehmen, dass sie da ist. Und einfach. Das ist natürlich nicht einfach in dem Moment. Ne? Wenn man richtig wütend ist und die sagt, lächel doch mal, dann denkst du ja auch, du spinnst ja wohl. Aber zu schauen, okay, ich bin jetzt richtig wütend oder in dem Fall, ich bin jetzt ohnmächtig, kannst du erstmal schauen, wo fühle ich das eigentlich im Körper zum Beispiel? Da hast du den Fokus nicht mehr auf, ich bin ja so ohnmächtig und bestärkst dich darin, ohnmächtig zu sein, sondern du legst den Fokus um. Dann merkst du, okay, das und das und langsam kommt deine Neutralität rein. Und dann, wenn der neutrale Punkt erreicht ist, dann kannst du schauen, in die Kreation gehen. Also dann kannst du wieder schauen, dich neu ausrichten und sagen, und da ist die Möglichkeit, da ist die Chance, da ist der Punkt, wo ich jetzt reingehen kann und der was verändert. Aber auf den Punkt musst du erstmal kommen. Und wenn du im Loch rein bist, bringt es nichts, wenn dir jemand sagt, guck mal da oben, die Sonne scheint. Hm. Sondern erstmal schauen, dass du aus dem Loch und deswegen Schritt für Schritt. Transformation funktioniert aus meiner Sicht nicht von heute auf morgen. Zumindest nicht, wenn man nicht gelernt hat, diese Transformationsprozesse durchzugehen. Ich gehe mittlerweile natürlich etwas schneller durch den Transformationsprozess. Ich mache das aber auch schon seit über 10 Jahren. Das heißt, wenn ich mit jemandem anfange, Schritt für Schritt für Schritt, und irgendwann werden diese Prozesse so automatisiert passieren für dich, dass diese Schritte zeitlich gesehen vielleicht nicht mehr ein Jahr dauern, sondern nur noch 2 Monate oder so und dann irgendwann vielleicht nur noch eine Woche und irgendwann kannst du es vielleicht auch aus dem Stegreif, je nachdem, wie komplex die Situation gerade ist. Aber es ist wichtig, sich nicht zu überfordern. Das habe ich auch schon am Anfang gesagt. Ja, danke schön. Das ist eine sehr schöne Perspektive. Jetzt hast du uns ja so ein bisschen über dein ideales Bildungssystem, deine Idealvorstellung vom Bildungssystem erzählt. Und meine Frage jetzt, worum geht es denn dabei überhaupt? Geht es darum irgendwie, dass der Arbeitsmarkt sich verändert und wir den neuen Anforderungen genügen müssen? Oder geht es noch um was anderes? Das mit dem Arbeitsmarkt ist eine interessante Frage, weil mir geht es nicht um den Arbeitsmarkt per se, sondern mir geht es darum, das, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, dass eigentlich jetzt aus der Schule junge Menschen hervorgehen, die, und es steht auch so im Schulgesetz, mündig, aber aus meiner Sicht vor allem gestärkt, selbstbewusst, sich seiner selbst bewusst und selbstwirksam, also auch in diesem Handlungsmodus eigentlich, in diesem ich kann was bewirken, selbstwertig, also dieses ich habe einen Wert, ich bin auch ein Beitrag für mich und die Gesellschaft, dass die so aus der Schule, in meinem Fall, oder auch aus einer Uni oder einfach aus einem Bildungswesen heraustreten und die Welt weiter mitgestalten. Nicht, dass sie da anfangen, sondern sie haben es in der Schule ja schon gemacht, ist ja klar, selbstverständlich, 12 Jahre lang, und kommen dann da raus und sagen, und weiter geht's. Es ist viel zu tun für unsere Welt, weil wir haben eine Vision, so und so wünschen wir uns das als Kollektiv und da arbeiten wir hin. Und der Arbeitsmarkt, das ist ein Nebenprodukt von dem, was wir erschaffen. Und deswegen wird sich der Arbeitsmarkt entsprechend wandeln. Auch das ist ein langer Transformationsprozess. Ich kann nicht erwarten, dass von heute auf morgen alle Unternehmen sagen, yippie, Nachhaltigkeit und hier und da. Das ist auch als Optimist unrealistisch. Nur wird es sich dahin entwickeln, wenn wir bewusste Menschen haben, die einerseits wissen, wer sie sind und gleichzeitig gelernt haben, was es bedeutet, als Kollektiv mit verschiedenen Meinungen, verschiedenen Ansätzen zusammenzuleben und trotz der Unterschiede, nicht ohne Unterschiede, aber trotz der Unterschiede lernen, die Gesellschaft so gut es eben geht zu gestalten, mit einbezogen den ganzen Umständen, Umweltaspekte, die Tierwelt, ich sag mal die Generationsunterschiede, das mit einzubeziehen, das mitzudenken, das mitzufühlen und nicht diese Ego-Trip-Linie zu fahren, die wir leider gelernt haben zu fahren, weil wir tief unten irgendwelche Existenzängste haben, dass es uns nicht gut geht, dass uns jemand was wegnehmen könnte, dass die Russen schuld sind oder die Ukrainer, dass die Afrikaner oder die Amerikaner, wir selber am Ende, ich meine, Deutschland ist ja auch eine Historie, wo uns Schuld bedrückt und wir das nicht nochmal wollen, was gut ist. Es ist gut zu wissen, was man nicht will.
Noch besser ist es aber zu wissen, dass man will. Und das darf sich irgendwo die Waage halten. Und deshalb wünsche ich mir eben in erster Linie, würde ich nicht sagen, wir lernen für den Arbeitsmarkt, sondern wir lernen, Gestalter zu sein. Und damit gestalten wir auch die Arbeitswelt. Und wo du dich am Ende reinbegibst, ob du dann bei, was weiß ich, Lufthansa oder BMW arbeitest oder als Unternehmer oder als Agrarwissenschaftler, das ist dann wieder dir überlassen. Aber jeder muss ein Fundament bekommen haben, zu wissen, was er tut und zu wissen, was diese Auswirkungen bedeuten, wenn ich bei jener oder bei dieser Firma wirke und als was ich dort wirke. Wirke ich, um die Umwelt zu zerstören oder um sie aufzubauen? Wirke ich, um Gemeinschaft zu kreieren oder Gemeinschaft zu zerstören? Das ist einfach, wenn man sich dessen bewusst ist, heißt es nicht, dass man immer perfekt ist, aber ich mache manchmal Dinge, wo ich sage, war jetzt nicht so korrekt eigentlich. Aber ich lerne dazu und das ist wichtig. Man darf Fehler machen, man darf mal richtig daneben hauen, nur ist es wichtig, dass man dann auch aus diesen Fehlern lernt und sie nach Möglichkeit nicht immer wieder wiederholt. Weil wenn wir uns Fehler nicht bewusst machen, sondern einfach nur als schlecht degradieren und abschieben, werden wir es immer wieder machen. Wenn wir aber merken, da war was nicht ganz korrekt, okay, gut zu wissen, hat jetzt wehgetan, weiter geht's. Das ist eine andere Haltung, eine andere Grundhaltung mit eine andere Fehlerkultur eigentlich, damit umzugehen, dazu sagen, alles, was schlecht ist, ist einfach schlecht und am besten versteckst du es. Ich meine, es gibt ja Kinder, die dann Angst haben, ihren Eltern ihre Arbeit zu zeigen, weil sie, was denken. Meistens liegt es nicht mal daran, dass die Eltern so streng sind, aber weil die Gesellschaft in dir eingetrichtert hat, wenn du eine 6 hast oder eine 5 oder so, bist du einfach schlecht und eigentlich will man nicht seine schlechten Seiten nicht preisgeben. Man möchte sich auch in unserer Gesellschaft meistens von der besten Seite zeigen, weil wir das gelernt haben. Und das heißt, eigentlich darf was Schlechtes nicht existieren. Und das hat dann zur Folge, dass wir es versuchen zu verheimlichen, auch in der Schule. Und es gibt am Ende nur Chaos. Aber wenn wir lernen, da transparent mit umzugehen, zu merken, ja, das war jetzt einfach daneben. Okay, wie gehen wir damit jetzt weiter? Weil es ist in Ordnung. Ja, wir sind Menschen, wir sind imperfekt. Und das ist das Imperfekt. Das ist es ist wichtig zu wissen, und das wissen wir auch alle, aber die wenigsten wollen es akzeptieren. Ja. Großzügig akzeptieren, ohne es zu beurteilen, ohne es zu bewerten. Auch eine spannende Geschichte in der Schule. Du merkst, ich könnte stundenlang darüber reden, aber du hast bestimmt noch ein paar Fragen. Ja, ich habe noch eine Frage, persönliche Frage, die mir aber sehr wichtig ist, weil ich habe das Gefühl, wir fühlen uns oft sehr alleine in dieser Welt, die ja so voller Krisen ist. Und gerade in solchen Zeiten, wie gehst du da mit Frustration und Ängsten um? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, es schließt eigentlich so ein bisschen den Kreis zum Anfang. Was ist mein Transformationsansatz? Das ist genau dasselbe. Wenn ich merke, ich bin gerade richtig frustriert, dann suche ich mir entweder Hilfe, weil ich merke, ich komme da nicht alleine durch. Ich bin mein größter Blinder. Ist ja ganz klar. Ich kann bei anderen toll sehen, mach mal dies, mach mal das, viele Tipps geben, weil ich habe die Erfahrung eigentlich. Aber wenn es um mich selber geht, das ist irgendwie am anstrengendsten, da hinzuschauen. Das heißt, meistens, wenn ich wirklich in einem Loch stecke, schaue ich, dass ich mir Hilfe suche von meinem Umfeld, von tollen Menschen, die ich unterstütze und die mich unterstützen. Wenn ich gerade diese Hilfe nicht auf Knopfdruck zugänglich habe, dann versuche ich wirklich meine Methoden eben bei mir selbst anzuwenden. Sprich, zu schauen, da ist jetzt Frust, ich nehme es wahr, dann gucke ich, wo kann ich ihn in meinem Körper wahrnehmen, damit ich den Fokus ein bisschen shifte und mir eine neue Ausrichtung zu geben. Also ich transformiere, auch das ist ein Transformationsprozess, die Emotionen, dieses Gefühl in mir, die Körperempfindung, transformiere ich wieder in etwas, was ich eigentlich haben will und was mir dienlich ist. Weil Frust ist auch eine Energie und die darf eben auch da sein. Nichts bringen würde es, wenn ich sage, du darfst nicht frustriert sein. Das ist wie einem Kind zu sagen, heul doch nicht. Kannst du davon ausgehen, dass es erstmal noch mehr heult und irgendwann das Gefühl hat, ich darf nicht weinen. Bringt überhaupt nichts. Aber ich schaue dann, okay, Frust, unangenehm. Ich lasse es zu. Weil aus dieser unangenehmen Erde, Erschütterung, weiß ich aus Erfahrung, dass da wieder was entstehen kann und dass ich morgen schon wieder anders auf die Situation blicken kann. Ich glaube,
Und damit möchte ich abschließen. Wichtig ist, dass wir uns Zeit geben und dass wir gnädig und großzügig mit uns selbst umgehen. Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, ganz besonders in Deutschland, dass wir sehr, sehr selbstkritisch sind. Das kann gut sein, um uns weiterzuentwickeln, aber es kann auch sehr destruktiv sein. Und das muss ich die Waage, die Balance halten. Und in meinem Fall bin ich eben auch oft, gerade aus der Schulzeit noch so geprägt, dass ich echt kritisch bin mit mir selbst, was ich auch wieder gut finde, weil es bringt mich oft weiter, aber manchmal macht es mich eben auch fertig. Und dass ich da schaue, dass ich liebevoll mit mir umgehe, dass ich großzügig mit mir bin. Und zwar wirklich, als wäre ich meine beste Freundin und nicht mit mir selbst so hart ins Gericht gehe. Sehr schön. Ja, danke. Das ist eine sehr schöne Antwort, finde ich. Und ja, auch vielen, vielen lieben Dank fürs Interview. Ich fand es sehr schön, mit dir zu sprechen und ich glaube, ich kann sehr viel von dir lernen. Ja. Danke dir für deine interessanten Fragen, weil auch das war jetzt wieder eine Co-Kreation. Ne? Du hast Fragen gestellt, die dann aus mir was heraussprudeln lassen und wir können dann mal viel voneinander lernen. Aber ich freue mich sehr für auch alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, das ist ein spannender Punkt, der bringt mich weiter. Das ist der Grund, warum ich das tue. Also ich bräuchte hier nicht sitzen und labern, wie ich so schön sage, wenn das nicht was auch in der Welt bewirkt. Und das, deswegen danke ich dir, dass du das so ermöglicht hast und das auch so zu schätzen weißt. Sehr schön, ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Bis zum nächsten Mal.